gleich. Gut siehst du aus. Mir geht's auch gut. Ich freue mich so, dass du da bist. Weißt du, was wir heute Abend machen? Ich habe mir überlegt, dass wir einfach... Hast du Lust, dass wir in unsere alte Ferienwohnung fahren? Wie jetzt? Nach Tating? Meinst du ehrlich? Ja. Da will ich schon seit Ewigkeiten wieder. Ja, ey. Warte mal, ich muss mir die Tasche mal abstellen. Warte. Entschuldige, komm, gib mir das mal. Komm. Dann müssen wir nur noch Katharina abholen. Ach so, ja. Kommt ihr auch mit? Ich hatte mal Lust, mit euch beiden was zu unternehmen. Und dann hat ihr denn Zeit? Nee, aber wir fahren einfach hin und packen sie ein. Okay, dann muss ich aber auf jeden Fall noch mal nach Hause und ein paar Sachen holen. So, ich wollte dich nicht wecken. Ich pack mal kurz ein paar Sachen. Ich besuche meine Schwester, Micha. Ist nichts Weltbewegendes. Nein. Ich weiß, es tut mir leid. Ich will die paar Tage bis zur Operation mit meinen Schwestern verbringen. Micha, ich kann jetzt nicht telefonieren. Ich melde mich später, ja? Nein. Was ist das für ein Typ? Das ist Malte. Mit dem haben wir früher die Nächte durchgemacht. Ich weiß ja überhaupt nichts über euch. Ich erzählt mir nichts. Stimmt doch gar nicht. Wieso weiß ich nicht, dass Micha was mit einer anderen hat? Du weißt es doch. Ja, weil ich zufällig gehört habe. Wir wollen nach Tating fahren. Das Wochenende ist total durchgeplant. Das schaffe ich nicht. Ich dachte, wir könnten zu dritt was unternehmen. Freust du dich? Ich hab doch gesagt, dass mir das nicht passt. Hallo, ihr zwei. Na, kommt rein. Schön, dass ihr da seid. Ich wurde mit einem Herzfehler geboren. Die Ärzte gaben mir 3 Monate. Und daraus wurden 30 Jahre. Katharina ist meine große Schwester. Als ich 5 Jahre alt war, hat unsere Mutter zu ihr gesagt, sie muss stark sein, weil ich sehr krank auf die Welt gekommen bin. Kleine Clara, wir haben sie immer behütet, aus allem versucht rauszuhalten. Wieso redest du mit Katharina über alles und mir erzählst du gar nichts? Weil du immer willst, dass alles schön ist. Tating ist ein glücklicher Ort. Der Ort unserer Kindheit. Der gute alte Move. Katharina und ich waren damals unzertrennlich. Clara war noch zu klein. Ich dachte immer, ihr seid nur zwei. Nee, wir sind drei Schwestern.
Ach so. Und weiß Michael, dass du es weißt? Nee. Soll er doch mal ein bisschen mit einer gesunden Frau führen. Boah, sind wir großzügig, ey. Wir fahren zu Leonie und Daniel. Nach Paris. Je suis abandonné. Irgendwas mit der Operation? Ist irgendwas gefährlicher oder komplizierter als sonst? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh, Scheiße. Fallen um die Beine? Möchtest du dich hier eigentlich kaputt machen oder was? Willst du hier sterben? Da mach ich nicht mit. Das gucke ich mir nicht an. Das ist aber ein schönes Zimmer. Wenn man ahnt, dass einem nicht mehr viel Zeit bleibt, sollte man sie mit den Menschen verbringen, die man am meisten liebt. Habt ihr denn über mich gesprochen? Natürlich die ganze Zeit.